Hallo und herzlich willkommen zurück zu Nimby Rails, zu dem, ja, nennen wir es mal zu dem YouTuber-Projekt, wo, was Lavan und ich begonnen haben. Wir haben begonnen hier in Hannover und zwischen Oldenburg und Bremen und wir sind schon relativ weit gekommen in den ersten drei Videos. Selbstverständlich bin ich nicht alleine, sondern auch Lavan ist mit dabei. Hallo. Und falls du selber Videos zu Nimby Rails machst und gerne mitmachen möchtest, dann lass es uns gerne wissen. Denn, ja, wie gesagt, die YouTuber Edition von Nimby Rails, da fehlen natürlich halt auch YouTuber. Aber gehören halt mit dazu. Ich würde heute die Strecke weiterbauen von Bad Zwischenahn über Westerstede, Ocholt, August, Fehn nach Leer. Eventuell baue ich auch schon weiter bis nach ganz nach Emden. Vielleicht komme ich sogar bis nach Nordreich-Mode, weiß ich noch nicht. Schauen wir mal. Und was machst du jetzt so? Also ich wollte mich, nachdem ich ja Bremen angeschlossen habe, also wir haben letzte Folge so viel geradeaus und straight durchgebaut. Ich habe mir gedacht, diesmal machen wir ein bisschen mehr Stationsbau, ein bisschen Bahnhofsbau. Ich werde mich ein bisschen um S-Bahn Hannover kümmern. Also ich werde zum Beispiel hier Wunstorf rausbauen Richtung Haste schon mal. Die Linie. Vielleicht baue ich auch schon mal die S1 mit in die im Bogen auch von Haste losfährt, Bad Nenndorf, Basinghausen, wenigstens Ronnenberg, Hannover, da so die Ecke. Das werde ich mal gucken, wie weit ich komme, aber das wird so das Projekt sein, was ich diese Folge ganz gerne angehen würde. Ja. Für euch, falls ihr noch nicht genau wisst, hier wegen, wie man halt solche Weichen und so macht, das haben wir auch rausgefunden während des Gameplays einfach. Ich zeig's auch mal ganz kurz, warte. Einfach auf. Ich scroll mal rein. Ich hab dir das hier. Ihr wollt das dann auf diese Seite bekommen. Allerdings halt von einer anderen Richtung. Einfach dann auf Shift drücken und dann halt. Was heißt drücken? Shift gedrückt halten und dann verändert er die. Die Dings. Da steht zwar Press Shift im Tooltip, allerdings ist es eher Hold Shift. Wenn man so möchte. Genau. Also so ändern wir die Weichenrichtungen um, das ist ganz wichtig, weil das wusste ich bisher nicht, wie es geht. Das wird für die Gleisanlagen noch wichtig werden. Gut, ich werde mich jetzt hier nach Wunstorf begeben und schon mal die weiteren Gleise bauen. So, ich bin auch gerade dabei. Ich komme hier gerade mal wieder nicht rüber. Bauen wir hier mal die zwei weiteren Gleise ran. Ich glaube, von der Länge dürfte das vom Bahnsteig hier passen. Möchte mal hier kurz gucken, wo bin ich jetzt eigentlich gerade hier? Ich bin gerade erst frisch aus Bad Zwischenahn raus. So, dann müssen die beiden Gleise hier noch angeschlossen werden. Also links haben wir die S-Bahn-Gleise. Rechts die Regional-Express. Jetzt müssen wir überlegen, wie bauen wir das, schließen wir das hier am besten an. Wir könnten natürlich hier eine Weiche bauen und dann hier rüber, weil wir müssen ja mit den S-Bahnen da auch irgendwie rüberkommen. Das heißt, die S-Bahnen halten ja auch hier, wenn sie Richtung Minden fahren. Da müssten sie auch irgendwie da rüberkommen. Sonst wird das irgendwie doof. Jetzt ist die Frage, es liegt so eng hier. Das Gleis, das wahrscheinlich schwierig wird. Können wir einfach über das Gleis rüber? Nee. So Kreuzweiche in dem Sinne geht nicht. Ja, wahrscheinlich müssen wir hier nochmal ein Stückchen wegnehmen. Das wird natürlich jetzt erstmal sagen, ich hoffe, dass das jetzt dann gleich wieder, ja, mal gucken. Wir müssen mal beobachten. Mal gucken, was er macht, wenn ich jetzt einfach ein Teilstück des Gleises wegreiße. Ich vermute, dass er dann einfach da nicht weiterfahren kann im Moment. Und dann, wenn er es wieder weiterfahren kann, das dann auch bemerkt, dass er weiterfahren kann. Wenn das Sinn ergeben hat. Wir müssen jetzt, nee, warte mal, wir müssen das jetzt mal anders bauen. Weil jetzt habe ich nämlich ein wichtiges Teilstück gerade weggerissen, der Bahnstrecke. Zumindest für die Regionalexpresszüge. Okay, jetzt geht einfach hier straight weiter. So. Wenn wir das hier so legen. Ich würde fast überlegen, ob wir das so straight. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie es in Realität ist. Das Gleisvorfeld hier so ein bisschen. Würde ich das fast so legen, dass wir. Ja, oder dass wir hier die Gleise haben. Also, dass wir das Gleis hier so nutzen. Das wird schon das Regionalexpress-Gleis. Damit müssen wir jetzt hier rüber und damit. Ich glaube nicht, dass die übereinander sind oder untereinander verwunzt. Ich glaube, das sind ganz normale Weichen. Deswegen.
das als S-Bahn-Gleis nutzen, das, als, dann würde ich, das ist ja erstmal das wichtigere Gleis, weil das hier das Regionalexpress-Gleis mit ist. Würde ich sagen, machen wir den hier. Gehen dann so hier raus, dass sie nicht zu langsam wird. Wo ist denn jetzt hier lang, Alter? In die Richtung auf alle Fälle. Muss ich mal Messen wieder aufmachen. Eigentlich geht es geradeaus, bis da vorne, dann machen wir eine Kurve. Machen wir eine Kurve hier vorne. Ich glaube, original, ich war ja schon öfter im Wunstorf, sieht das anders aus. Das wird dann, glaube ich, nicht so liegen, wie ich das gerade baue. Aber ich will jetzt erstmal wichtig, jetzt werden wir, dass die Züge auf die Gleise kommen, wo sie hin sollen. So, zum Beispiel so auch. Jetzt müssten sie eigentlich alle, brauchen das schon mal, auf ihre Gleise kommen. Ja, das ist ein bisschen komisch hier. Und auch der Regionalexpress sollte jetzt wieder so eine Linie haben. Ich schau mal ganz kurz. Genau, der wird jetzt hier rüberfahren und wird dann da auf... Oder wird halt mit, er fährt jetzt wieder über die S-Bahn-Gleise. Ja, das soll er natürlich nicht. Ich hoffe ganz einfach, wenn wir jetzt das für die Regionalexpress-Gleise wieder anschließen, dass dann auch wieder Regionalexpress-Gleise fährt. Teilweise. Okay, das ist jetzt interessant. Jetzt fährt er mit dem einen Gleis über den Regionalexpress-Gleise oder über die Fernverkehrsgleise und über einen über die S-Bahn-Gleise. Warum auch immer. Ne, man kann ja auch Wegpunkte machen, ne? Das habe ich jetzt vor. Das habe ich noch nie gemacht. Wo sind die Wegpunkte eigentlich? Da, wo man die Station hinzufügt. Ich weiß nur nicht, wo die Wegpunkte dann gesetzt werden. Das ist halt wie das andere. Station hinzufügt? Wie weißt du das? Da, wo man die Station hinzufügt. Meinst du bei den Bahnhöfen? Bei den Bahnhöfen, genau. Ich sehe noch keine Wegpunkte. Depot? Bahnhof? At Waypoint to Line, links daneben, direkt daneben. Daneben, hä? Also Depot, darüber ist Bahnhöfe der Knopf, ne? Muss ich auf den Knopf Bahnhöfe draufdrücken? Depot, wo ist denn hier Depot? Ich bin erst bei der Linie, ne? Bei den Linien. Ach, bei den Linien muss ich hin. Oh, okay, gut. Genau. Danke. Da dachte ich jetzt gerade hin. So neue Linie, ausgewählte Linie nach unten verschieben. Nicht geradeaus drauf zu, ne? Ah, da oben ist es ja. Wo steht das jetzt mit At Waypoint? Also links neben dem Punkt, wo man Stationen hinzufügt. Ach, hier, genau. Dann machen wir es einfach kurz nochmal hier in den Viadukt drüber. Okay, also das Hannover Hauptbahnhof, ja, genau. Ah, okay, das geht relativ gut. Man sieht auf dem Gleisen dann einfach diese Pfeile und muss dann einfach dazu draufklicken. Das heißt nach Wunstor müssten wir dann einen Wegpunkt setzen oder fährt er da einer? Genau so hatte ich es vor. Sehr gut. Perfekt. Das heißt, der Regionalexpress fährt auch wieder. Ich wollte ja nochmal gucken, in letzter Folge hatten wir so einen Regionalexpress, der, also das hatte ich offscreen, hat man festgestellt, ich habe noch ein bisschen was bearbeitet, der einfach irgendwo langfuhr und da nicht hingehörte. Der ist, glaube ich, noch auf dem Weg. Also der ist schon hier in Neustadt am Rübenberger durch, das ist gut. Und der ist auch schon auf dem Weg. Okay, der fährt jetzt auch Richtung Wunstorf. Das ist super. Gut, dann funktioniert das. Dann gehen wir zurück nach Wunstorf und bauen uns jetzt hier weiter in Richtung Haste raus. So. Eine Kurve. Jetzt fahren wir hier schön an der Straße und am Fluss entlang. Ja, ich folge auch gerade der Hochstraße. Das ist, ich weiß gar nicht, hier ist, glaube ich, nicht mehr hoch, die Straße. Hier geht es dann runter durch, da bin ich mir ziemlich sicher. Hier die Strecke kenne ich auch sehr gut. Ich glaube, die ist zweigleisig hier. Ich gucke gleich nochmal nach. Weil ich meine, die Strecke ist zweigleisig auf dem Abschnitt. Bevor ich das jetzt wieder vergesse. Mal jetzt mal hier ein bisschen sauberer. So, nochmal ganz kurz auf OpenRailMap geguckt, wenn du das ganz schnell lädt. Aber OpenRailMap lädt ja immer nicht so schnell. Das braucht ja manchmal so ein paar Minütchen. Dann kann ich mich mal in Wunstorf gucken, was das Gleis hier sagt.
Der sagt Zweigleise. Ja, ich wusste es. Es sind so zweigleisig hier aus. So, wir können, da könnte man jetzt auch das Gleisvorfeld genau nachbauen vor Wunsdorf. Das werden wir vielleicht auch irgendwann nochmal machen. Aber Mensch, stört es mich jetzt auch nicht so stark, dass es jetzt so ein bisschen daneben ist. So. Dann kommen wir gleich wieder über den Mittellandkanal. Die Brücke sollte gleich folgen. Hier irgendwo gleich. Ja, jetzt geht es noch ein Stückchen durch den Wald. Genau, es geht ja noch schön geradeaus. Von geradeausstrecken haben wir ja letzte Folge schon genug gesehen, hätte ich fast gesagt. Scheinbar nicht genug gesehen. Ja, es wird, wie gesagt, wenn wir, solange wir hier in Norddeutschland rumbauen, wird uns das öfter mal begegnen. Aber es ist zumindest angenehmer, weil man erkennt es deutlich besser, als wenn es jetzt plötzlich eins mit dem Detail wird, mit dem Terrain wird. Stimmt schon. So, jetzt habe ich nämlich auch keine Ahnung mehr, wo es jetzt hier lang geht. Ich bin jetzt hier entlang, dann hier lang. So, wir duckt hier rüber, das ist ja eine Brücke. Ja, wir müssen hier raus, okay, wir müssen hier rein. Das heißt hier so Viadukt drüber. Die Mittellandkanalbrücke. Hier bei Detern und nach Detern geht's hoch Richtung Filsum. Und dann kommen wir hier weiter. Hier entlang. Oder? Nee. Da unten entlang. Und dann folgt jetzt gleich der Bahnhof Haste. Brauchen wir eigentlich 5 Gleise für? Ist natürlich nicht so wirklich möglich, deswegen müssen wir mal gucken, wie wir das bauen. So. Bauen wir hier ein Gleis. Dann das zweite hier neben, das wird jetzt schon eng. Und jetzt brauchen wir eigentlich rechts noch ein Gleis, wo die S-Bahn hält. Die müsste dann hier so halten. Bauen wir hier noch einen Bahnsteig. Ich weiß, im Original ist das ein bisschen anders, glaube ich, gelegt. Aber ich würde es einfach mal so ungefähr so setzen, weil sonst passt das alles nicht so wirklich zusammen. Wenn wir Doppeltraktion dann S-Bahn hier halten lassen, müssen wir auch ein bisschen länger bauen. Das heißt, wir würden dann hier weiterbauen. Das wäre jetzt hier Strecke Richtung Ruhrgebiet. Das ist ja auch die Fernverkehrsstrecke hier und unter anderem. Würde die auch schon erstmal weiterbauen hier. Ich glaube, hier wird es dann auch schon wieder zweigleisig. Wir müssen mit der Weiche einbauen. Das hier wird jetzt die S-Bahn-Strecke hier raus Richtung. Das ist die S1. Bad Nenndorf ist der nächste Halt. Müssen wir das hier natürlich oben noch anbinden. Und hier noch eine Weiche einbauen. Geht jetzt hier entlang. Oh Gott. Jetzt haben wir schon mal einen Haste. Ja. Dann kümmern wir uns jetzt hier um die S-Bahn-Strecke. Die ist normalerweise auch nur eingleisig. Aber da wir hier keine eingleisigen Strecken haben, müssen wir sie hier leider zweigleisig ausbauen. Das heißt, wir können dann auch nicht so darauf achten, dass die Züge sich genau an den richtigen Stellen begegnen und sowas. Das geht natürlich nicht. Aber ich glaube, es reicht auch, es wird erstmal ziemlich cool, wenn wir auch ziemlich viele Züge dann fahren haben. Und Hannover S-Bahn-Netz ist jetzt das mit ausgebauteste S-Bahn-Netz, obwohl Bremen auch schon ein relativ ausgebautes S-Bahn-Netz hat, muss man ja sagen. Ich glaube, so 2 Linien haben wir schon. Die 3. Linie steht von den Bahnhöfen zumindest so ein bisschen schon, glaube ich. Also das, was ich da gebaut habe. Und in Bad Nenndorf wird jetzt das Problem, dass wir tatsächlich hier einen Kurvenbahnhof haben. Aber das nicht wirklich darstellen können. Deswegen müssen wir jetzt, sieht es jetzt ein bisschen seltsam aus, aber man kann mal später mal gucken, dass man es ein bisschen überarbeitet kriegt. So. Dann folgt das nämlich genau, hier dieser Straße. Mit der Zeit gibt es auch neue, wird ja wahrscheinlich neue Funktionen und so weiter geben. Ja, genau. So. Dann geht's hier weiter. Ist auch mal ein Bahnübergang.
Und dann folgen wir jetzt. Waltringhausen hat nämlich auch einen S-Bahnhof. Das ist jetzt einer der nächsten Bahnhöfe, die wir bauen. Die sind nicht so lang, die Bahnhöfe. Deswegen würde ich sagen, reicht das. Ich hoffe, dass das auch für Doppeltraktionen der S-Bahn reicht. Sonst müssten wir dann später nochmal bei den Bahnhöfen gucken. Ich glaube, der Bahnhof Waltringhausen müsste ein bisschen in der Kurve liegen. Echt ein bisschen tricky, hier einen Anhaltspunkt zu haben hier. Haben wir hier schon mal die S-Bahn-Strecke rausgebaut? Ich bin hier mal. Aber es ist noch keiner Richtung Bremen voll durchgefahren. Also die fahren alle noch so zwischen. Die sind alle noch unterwegs. Das ist auch ein Regionalexpress. Genau. Das große Problem ist, ich habe jetzt hier als Regionalexpress, falls ihr euch wundert, 101er genommen. Das liegt aber daran, das ist mir klar, dass das nicht passt, aber das sieht aus wie ein Regionalexpress, finde ich. Vorne der Lok, weil ich wollte jetzt keine ohne Lok nehmen, weil hier eigentlich normalerweise auf der Regionalexpresslinie zwischen Bremen und Hannover 146 unterwegs sind mit Doppelstockwagen. Und ich finde, das sieht aus wie Doppelstockwagen und eine vorne eine Lok vorne vor, das passt. Und deswegen, Lokbespannt fand ich jetzt wichtiger, dass das Lokbespannt aussieht, anstatt dass das dann richtig heißt oder anders heißt. Ich habe ja eh keine richtigen Zug dafür. Wir sind jetzt hier in Bantorf. Ach ja, und das ist übrigens Quatsch, das ist ein Tunnel. Wo es hier runter durchgeht. Beziehungsweise, das geht da einfach runter durch, deswegen. Wir können auch einen Tunnel bauen, aber nee, wir können das auch ganz normal legen, das passt schon. Bantorfer Bahnhof liegt hier. Hier ist übrigens ein Meckes. Und sollte passen von der Länge. Sollte sogar fast Originallänge sein. Hat er die Station so benannt oder weswegen? Wie bitte? War das eine Zusatzinfo oder weil er die Station so benannt hat? Ich kenne die Bahnhof relativ gut. Also. Nein, ich will hier verschieben. Das ist natürlich doof, dass er jetzt über diese Straße nicht rüberkommt, weil der Bahnhof nämlich hier direkt dahinter liegt. Das ist natürlich echt doof. Ja, wir müssen ja einen Tunnel bauen oder irgendwie sowas. Jetzt sieht zwar unschön aus, aber das sieht man jetzt ja auch nicht so stark. So, dann geht's hier weiter. Waltringhausen, das nennen wir nochmal um hier Bad Nenndorf, den Bahnhof. So, nochmal umbenennen. Fertig. Und genau, hast du, das passt. Das ist hier absichtlich nicht verbunden, weil das normalerweise hier rausgeht. Da müssen wir nochmal gucken wegen den Gleisen. Jetzt bauen wir erstmal hier weiter. Nächster Halt ist dann Winninghausen. Der Bahnhof bist hier vorne im Kollegen, genau. Hier wieder ein Viadukt und Tunnel ist ja dasselbe Prinzip. Ich mache lieber einen Tunnel, weil es anders besser aussieht, finde ich, als dieses gezackte. So. Das kommt auch dasselbe Prinzip raus. Hier muss ich mal gucken, dass ich eine schöne Kurve hinkriege. Die fährt ja eh nicht schnell auf der Strecke. Also, das ist wie gesagt normalerweise fast alles eingleisige Strecke hier. Ich glaube, nee, das ist alles noch eingleisige Strecke. Hier wird das zweigleisig hinten irgendwo bei. Ich weiß gar nicht, wo der zweigleisig wird. Ich glaube erst bei wenigstens. Jetzt muss ich gucken, weil ich habe das Gefühl, ich hätte nach unten gemusst. Was hast du? Ich dachte, jetzt muss ich wieder gucken, weil ich habe das Gefühl, ich hätte nach unten gemusst. So, jetzt kommt der Bahnhof in Basinghausen. Nee, das war schon richtig so. Und dann, also wie gesagt, die Strecke kenne ich ganz gut. Die kriege ich schnell nachgebaut. Basinghausen, dann kommt die. Kirchdorf, Egesdorf, Wenningsten, Lemmy hat einen Bahnhof, Weetzen, Ronnenberg, Empelde? Ja, nee, Quatsch, wo geht die lang? Ich bin mir gerade nicht sicher. Also, das müsste ja dann irgendwo hier, glaube ich. Ja, irgendwo da, auf jeden Fall. Genau. Da die Ecke geht das lang. So. Nächster Bahnhof Kirchdorf. Ach,
Das mit dem Wasser da mehr nervt. Ah, ja, okay. Ja, hier muss ich nochmal ran. Das sieht unschön aus mit dieser Kurve. So. Dann haben wir das. Dann bauen wir hier gerade weiter. Und dann geht's jetzt hier durch die Stadt mehr oder weniger. Also durch die Stadt kann man nicht sagen. Das ist ja so. Dörfer Igestorf ist der nächste Bahnhof. Da muss ich gerade gucken, wo geht's denn hier weiter? Ich glaube hier. Ja, das müsste hier die Bahnstrecke sein, oder? Ja. Oder? Hier muss ich gerade selber überlegen, wo die Bahnstrecke ist hier. Das ist nämlich gerade nicht mehr so leicht zu erkennen. Ich hätte jetzt gesagt, hier durch. Hier ist der Bahnhof Igest. Oder hier vorne durch? Nee, das ist hier. Man sieht sie gerade relativ schlecht, die Strecke. Ist das hier oben? Weil die wenigsten der Bahnhof müsste. Wenn. Das ist nicht wenigstens. Wenigster Mark. Igestorf, der müsste irgendwo am Wald liegen. Ich glaube, es ist hier wirklich hier oben lang gesehen. Meine ich. Dass wir hier den Bahnhof haben, soweit ich weiß. Aber das ist. Die Kirchdorf nicht so ein bisschen weiter hinten im Bahnhof? Ach, ich bin mir nicht dessen. Das muss der Bahnhof hier sein. Wo liegt denn der Bahnhof Igestorf? Ist der hier vielleicht? Der hier ist er. Guck mal da. Ich wollte gerade sagen, so nah sind die nämlich auch nicht beieinander. Die sind schon nah beieinander, aber so nah sind die S-Bahnhöfe da auch nicht beieinander. Dann gehen wir nämlich, glaube ich, hier außen lang. Genau. Da müssten wir eigentlich hier folgen, soweit ich weiß. Bin mir nicht sicher. Ich hoffe, ich lege die richtig, die Bahnstrecke. Aber hier, nee, hier ist auch falsch. Wo geht denn die lang? Das ist hier gerade schwer zu erkennen. Hier vorne vielleicht? Ich lege sie erstmal hier entlang, weil das dürfte vielleicht falsch sein mit dem Feld. Ich bin nicht ganz sicher. Ich glaube, ja. So. Weil das nämlich hier Igestorf, da wusste ich, dass auf der einen Seite muss vom Bad auf Wald liegen. Das weiß ich. Dann müsste es hier oben lang gehen, soweit ich weiß. Ne, wo ist denn der Bahnhof Wenningsen? Ach, hier ist die Bahnstrecke wirklich schwer zu erkennen, muss ich sagen, gerade. Wenningsen Bahnhof, das hier, ne? Ja, muss ja. Genau, das geht hier vorne raus bei Wenningsen, bin ich ziemlich sicher. Das geht hier nämlich raus und hier müsste irgendwo so ein Turm sein, Wasserturm oder irgendwie sowas. Ich glaube, steht der überhaupt noch da? Keine Ahnung. Wurde nicht weggerissen? Aber dann muss das hier der Bahnhof sein. Sind das nicht sogar vier Gleise in Phoenix? Ja, auf jeden Fall zweigt hier die Strecke Richtung Hameln ab. Die geht dann hier runter. Hier, ich glaube, hier über Völken. Genau, Springe, Bad Münder, Hameln. Da, andere S-Bahn-Strecke. Auch S-Bahn Hannover natürlich. Jetzt die Frage, wie kommen wir da am besten hin? Ich glaube, das ging nämlich jetzt hier. Ich hoffe, ich mache es nicht falsch. Also wenn jetzt Leute wissen, dass ich die falsch lege, sagt mal Bescheid. Aber ich glaube, das müsste jetzt hier rausgehen. Da müsste es nämlich hier mit so einer Kurve da in den Bahnhof gehen. Naja, nee, das ist ein bisschen scharfe Kurve, aber von der Idee her ist das hier richtig. Und man sieht es gerade wirklich schlecht. Vielleicht gucke ich offscreen nochmal nach, ob ich hier nicht gerade völlig Mist baue. Ach, der macht das nicht wegen so einer blöden Straße hier. Aber die geht hier so. Ich weiß, dass der Bahnübergang so quer ist hier. Also, der ist irgendwie so. Was natürlich im Spiel nicht geht, was mir etwas doof finde gerade. Ja, da müssen wir es halt mit einem Tunnel machen. Oder so. In Realität ist ein Bahnübergang. Das geht hier quer so rüber. Bin mir ziemlich sicher. Dann bauen wir das so, genau, hier so durch. Wenigsten, wie gesagt, da treffen sich zwei Linien. Und jetzt geht es hier auch zweigleisig weiter. Also bis hier vorne wäre es dann eingleisig tatsächlich. Glaube ich, ja. Nee, ich glaube, wird das nicht vorne? Irgendwo da vorne wird es eingleisig.
Und jetzt folgt Lemje, auch ein Bahnhof. Jetzt müssten wir gucken. Ich glaube, wir folgen jetzt hier der Straße, soweit ich weiß. Der Bahnhof Lemje liegt genau hier. Ja, passt genau. Der liegt nämlich hier irgendwo. Denke ich mal, sieht leider noch Bahnhof aus. Genau. Und dann binden wir das hier an. Wetzen ist unser nächstes Ziel, unser nächster Bahnhof. Genau, das geht hier so durch. Dann würde ich übers Feld gehen. Ach nee, Quatsch, hier vorne, ne? Kann das sein, dass ich mich verbaut habe? Ja, ich habe mich völlig verbaut. Krass. Hier liegt der Bahnhof. Natürlich. Gut, okay, ja. So viel zum Thema Strecke, kenne ich eigentlich sehr gut. Das ist kein... Ich baue wieder Bahnstrecken, wo keine Bahnstrecken hingehören. Also wir können natürlich später hier irgendwas bauen. Also wir werden jetzt auch später bestimmt vielleicht mal Bahnstrecken bauen, die es in Realität so nicht gibt. Aber das war jetzt, wenn ich was nachbauen will, völlig falsch. Ich dachte gerade, das kann doch alles nicht sein hier. Irgendwie wirkt das alles seltsam, was du gerade baust. Und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass der Bahnhof wenigstens 4 Gleise hat. Oder? Hat er 2? Ich glaube, oder hat er 2? Kann das sein, dass er 2 hat? Ah. Wie sieht es eigentlich bei dir aus? Bei mir sieht es so aus, dass ich jetzt herausgefunden habe, dass im Grunde genommen, dass man halt die Weichen, oder also ich persönlich jetzt keine Bahnhofsvorfelder bauen kann mit dem Weichen-Tool aktuell, weil es halt nicht ausreif genug ist. Ja, es ist, muss ein bisschen... Also ich kann jetzt beispielsweise keine, also es wäre halt sehr nice, wenn man halt quasi eine Doppelkreuzweiche oder eine normale könnte, wodurch man halt, wie das halt in echt ist, ne, man kann aktuell quasi eine Abschlaggleise bauen. Können wir Abschlaggleise lösen? Hier ist übrigens der Bahnhof Lemje, das war völlig verbaut. Kann man so sagen. So, weil der liegt vorm Bahnsteig, ne, vor der Straße. Das muss hier nochmal weg. Hier auch. So, geht's hier weiter? Das ist jetzt hier die Deisterbahn, wie man so schön nennt. Hier Bandorf. Wenigerhausen. Hier ist relativ viel Haltestelle, wenn man das guckt, ne? Hält hier relativ häufig. Dann Basinghausen, dann hier vorne, genau. Wetzen ist unser nächster Halt. Hier liegt der Bahnhof. Ich mache es erstmal unrealistisch und mache es einfach dann von hier aus. Nee, habe ich Quatsch erzählt? Das war überhaupt nicht wenigsten. Ach, Lavan erzählt Mist. Das ist Wetzen, wo die Strecke abzweigt. Oder? Doch. Hier genau, das ist hier die Strecke Richtung... Ja, genau. Deswegen war ich auch völlig irritiert. Ich habe wenigstens mit Wetzen verwechselt. Entschuldigung. Wetzen ist die Strecke, wo er abzeigt. Nämlich dann geht es hier runter. Dann macht es auch mehr Sinn, dass die hier nach Springe führt und nach Bad Münder. Das geht hier runter. Das ist die Strecke. Also, ich nehme alles zurück. Was wolltest du sagen? Nee, alles gut. Ich habe jetzt einfach nur das provisorisch gemacht. Hab mir jetzt gesagt, ich mache es provisorisch. Ist nicht so, wie es ist, aber es ist einfach so, wie es nur geht. Ja, wenn es anders geht. Ronnenberg, unser nächster Bahnhof. Ich hoffe, dass man irgendwie hier das anschließen kann, das geht. Sehr gut. Ich habe jetzt unterschiedliche Längen vom Bahnhof her auch. Also ich hoffe, dass die S-Bahn dann auch vernünftig da halten können. Ich glaube, Doppeltraktionen sind eh nicht so wirklich möglich in dem Spiel. Züge in Doppeltraktionen zu schicken, das wird nicht funktionieren. Ich würde sagen, ich baue mal den Kram. Wir sind ja schon wieder eine halbe Stunde drin. Sind wir schon wieder eine halbe Stunde dabei? Ja. Krass. Ja, die Zeit vergeht sehr schnell, ne? Also, ja. Ich meine, wann haben wir angefangen? Um 17 Uhr oder so? Ja, ich hoffe beim Zuschauen auch. Wie spät haben wir es eigentlich? 8:30. Boah, krass. Wir haben ein bisschen was aufgenommen heute. Bestimmt 3 Stunden Nimbi-Rails. Und ich hoffe halt wirklich, wir müssen mal wirklich mal gucken, wie das bei euch ankommt. Also das müsst ihr uns da wirklich mal in die Kommentare schreiben. Es ist ja was anderes, ne? Das darf man halt nicht vergessen.
Man kann es halt nicht vergleichen mit anderen Sachen, sondern also man kann es höchstens vergleichen mit Metro, was auch immer da, aber selbst damals kann man es schwer vergleichen, weil es halt hier eine echte Karte ist, die Weltkarte. Ja. Deswegen, also wir bauen ja gerade auch relativ an. Ich glaube, wir werden auch noch zu interessanteren Ecken kommen. Also für mich ist das interessant, für alle, die aus der Region kommen, ist das auch super interessant. Ich kann mir auch vorstellen, dass Leute sagen, jetzt so, übrigens bei etwas mehr als 2,5 Stunden. Aufnahme? Aufnahme, genau. Ja, gut. Hier kommt übrigens Empete der Bahnhof hin. Also, ich muss auch später noch mal gucken, ob ich die Strecke so richtig gebaut habe, aber da ist eigentlich relativ viel Wissen da, wie die Strecke, sagte er und hat vorhin völlig die Strecke falsch gelegt. Aber rein theoretisch ist da Wissen da. So, Bornum, Hannover Bornum hat auch einen Bahnhof. Bin ziemlich sicher. Also weiß ich. Der liegt hier. Und zwar in der Kurve. Ja, das ist immer doof, mit dem Kurvenbahnhof irgendwie darzustellen. Aber vielleicht kommt das hier nochmal irgendwann im Spiel. Kostet übrigens, wie viel kostet das Spiel? Ich glaube 15 Euro, nicht mal 12. Nee, oder? Ich guck mal kurz. Also, ich denke mal, ist überschaubar, der Preis. Was haben wir denn jetzt hier noch? Hannover? Es kostet momentan 13,99 Euro. Okay, das geht. Jetzt muss ich gerade mal gucken, was hier noch an Bahnhöfen fährt. Also wir fahren direkt hier durch, das weiß ich, hier irgendwie durch die Landschaft. Hier ist die Gleise, hier ist auch der nächste, ein Bahnhof. Also hier müsste Bismarckstraße sein, glaube ich. Ludstadt, Bölt, ja, das müsste doch hier sein, oder? Bin ich jetzt doof? Jetzt hier. Ach, da muss ich jetzt nochmal kurz nachgucken, wie sie genau durch Hannover jetzt hier geht. Normalerweise sollte das passen. Oder geht die hier entlang? Hier ist immer auch eine Schiene. Nee, aber das ist hier zum Hafen. Das ist Ahlem. Das ist nicht die S-Bahn-Strecke. Güterumgehung liegt übrigens hier neben. Also hier die Güterumgehung. Hier ist auch ein Güterbahnhof. Also wir werden dann, wenn wir Güter später mal haben, müssten wir die Züge auch hier irgendwo entlang schicken. Das hier, wir bauen hier gerade in der Nähe von der Güterumgehung von Hannover. Jetzt ist die Frage, wo die nächsten Bahnhöfe sind. Ich schaue mal ganz kurz nach. In der App. Oder beziehungsweise nicht in der App, sondern in der. Es gibt, glaube ich, keine App für Open Rail Maps. Nicht, dass ich das wüsste. Vielleicht doch. Man weiß ja nie. Nordstadt. Kahlenberger Nordstadt. Also die geht hier unten nach Bornum. Genau, da Bornum geht die durch. Und dann hier, das ist der Güterbahnhof, wo wir uns gerade. Ja, warum sage ich das hier? Das seht ihr eh nicht. Ihr seht ja nicht Open Rail Maps. Jetzt gucke ich gerade den Güterbahnhof an, wo wir gerade sind. Jetzt muss ich gucken, wo der nächste Bahnhof liegt. Vor Bismarckstraße liegt da. Okay, gut. Also wir gehen dann am Maschsee tatsächlich hier unten vorbei. Genau, Maschsee vorbei. Lindenfischerhof. Genau, da ist der nächste Halt. Ist hier Lindenfischerhof. Der liegt da. Und dann kommt Bismarckstraße. Hier hält er nicht mehr, ne? Ich glaube nicht. Ich glaube, hier gibt es keinen Bahnhof mehr. Nee. Bismarckstraße. Und dann sind wir in am Hauptbahnhof eigentlich. Wenn ich nichts vergessen habe. Also wir müssen jetzt mal gucken. Lindenfischerhof. Wo genau liegt der Bahnhof Lindenfischerhof? Wir müssen hier unten vorbei. Das ist auch interessant. Hier unten ist die Bahnstrecke, führt hier vorbei. Wir gehen also direkt am Maschsee südlich vorbei. Und jetzt müssen wir schauen, wo der Bahnhof Lindenfischerhof ist. Genau, hier durch und dann müssten wir hier runter. Kommen wir hier rüber so? Ja, geht. So, und ich hoffe, dass das von der Gleisführung passt. Dass wir nämlich hier runterkommen. Dann geht's hier rüber. Ja, ich glaube, wir müssen hier eine Brücke bauen. Ist, glaube ich, sogar. Das ist, glaube ich, hier alles erhöht. Also rein theoretisch müssten wir sogar ein Viadukt wirklich bauen. Können wir eventuell noch bauen. Ist, glaube ich, hier fast alles in Viaduktform so oder so ähnlich gebaut. Meine ich. Können wir nämlich nächste S-Bahn bauen. Da haben wir schon drei ansatzweise S-Bahn-Linien und
die S-Bahn Hannover wird dann schon, wird auch immer mehr dann. Also wir haben noch hier Richtung Hildesheim raus, zum Beispiel fährt noch eine S-Bahn Richtung, also Hameln müssen wir noch bauen. Ein paar Ecken gibt es da auf jeden Fall noch. Wir werden ein bisschen schräg haben was, aber ich glaube, das ist hier, sind wir nicht Lindenfischauf, Waldhausen? Nee, das ist, wir sind, Lindenfischauf muss da vorne kommen. Das ist Hannover, Lindenfischauf ist direkt nach dem Bahnhof, das heißt, das müsste hier irgendwo hin. Hier? Ja, da, ich denke hier, das sieht man immer ganz gut, dass diese, da halten meistens Busse, so an diesen, naja, kreiselähnlichen Formen hier, das sieht man immer ganz gut, dass das ein Bahnhof darstellt. Der Bahnhof liegt also hier. Ziemlich sicher. Ja, genau. Liegt sogar so ein bisschen über der Straße, aber ich fürchte, das kriegen wir nicht hin, den da über die Straße zu ziehen. Oder? Doch, geht. Dann bauen wir den hier mal, schließen wir den mal wieder an. Und da. Genau. Gehen hier unten südlich am Maschsee vorbei. Und kommen dann fehlen, kommt es hier gleich eine Kurve ein. Ich werde gerade angerufen, aber das werde ich jetzt einfach gekonnt ignorieren. Und kommt dann Richtung Hannover Hauptbahnhof. Und hier müsste gleich irgendwo der Bahnhof. Da ist er. Erwischt. Da ist der Bahnhof Bismarckstraße. Hannover Bismarckstraße. Und dann sind wir eigentlich fast am Hauptbahnhof. Das klingt jetzt. Haben wir genau in einer Folge diese Folge das Ding fertig gekriegt eigentlich. Wie lange nehmen wir jetzt schon auf? 37 Minuten. Das passt doch. Dann haben wir das. Hauptbahnhof, genau hier schräg raus. Wir müssen dann nochmal gucken. Wir müssen nämlich noch Gleise nebenlegen. Hier liegt dann auch eine Fernverkehrsstrecke schon daneben. Das müsste Richtung Berlin raus sein. Oder bin ich jetzt hoch? Kann sein, ich glaube Richtung Berlin raus, genau. Über Peine, ja, ja, genau, hier. Das heißt, wir können die S1 von Haste bis Haste bauen. Ist auch schön. Die hält ja zweimal in Haste, sogar drei, also auf einer Fahrt zweimal in Haste. Am Anfang und einmal in der Mitte. Das ist in Realität tatsächlich so. Gut, dann haben wir das eigentlich schon mal fertig, den Kreis. Ist gut, jetzt wollen wir die Station noch mal kurz benennen. Wir bauen das einmal. Oder auch noch nicht. Hat irgendwo noch ein Wasserproblem oder Straßenproblem. Das Ding. Okay, gut. Gut, dann können wir schnell eine Brücke bauen. Perfekt. So. Ja, gut. Haben wir das auch fertig. Sehr schön. Ich würde sagen, offscreen kümmere ich mich dann darum, dass ich die Züge draufsetze und ein paar Stationen umbenenne. Und dann ist das fertig. Sehr schön, das ist cool. Nächste S-Bahn-Strecke, noch nicht ganz fertig. Die geht dann noch weiter bis Minden. Also theoretisch müssten wir sie dann noch weiter bauen. Das könnten wir vielleicht sogar machen, nächste Folge. Aber wir werden jetzt auch erstmal eine Aufnahmepause machen. Aber nächste Folge könnten wir vielleicht Haste statt Tagen Bürkeburg-Minden anbinden. Dann haben wir nämlich die S1 fertig. Gut, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Was hast du noch geschafft? Nee, ich wollte bei dir noch kurz vorbeigucken. Was hast du noch geschafft? Ich habe jetzt noch die, ich habe noch die Verbindung von Bad Zwischenahn über Westerstede, Ocholt, August Fehn nach Lea gemacht. Und zumindest schon mal so ein bisschen angedeutet und das auch schon so ausgebaut, dass du auch, aber was ist du, dass der RE1 vom rechten Gleis auch hoch nach Emden kommt. Ach stimmt, der dreht ja in Leer, ne? Genau, der dreht in Leer und fährt dann hoch nach Emden. Und es gibt dann noch eine Regionalbahn mäßig, die halt von Emden komplett bis runter nach, jetzt weiß ich selber gar nicht mehr, wie es genau war, aber es fährt, glaube ich, genau, bis nach Münster. Es geht dann von Emden bis nach Münster auch nochmal. Ja, das dürfte dann teilweise auch die Marschbahn sein. Also ich glaube, die fädelt sich dann irgendwann in die Marschbahn ein. Quatsch, in die Marschbahn. Ich meinte die Rollbahn, nicht die Marschbahn. Marschbahn ist was anderes. Marschbahn ist Sylt, glaube ich.
Ja, genau. Da ist auch noch eine Menge bis nach unten, was ich noch machen kann. Und falls ihr selber Nimbi-Rails habt, selber auch Videos dazu macht und gerne mitbauen möchtet hier an der Karte, dann könnt ihr uns auch, um nochmal hier dafür Werbung zu machen, könnt ihr es uns auch wissen lassen. Ebenso an die anderen. Lasst uns auch gerne wissen, wie euch das Ganze hier gefallen hat und wie euch das Ganze gefällt, was wir als nächstes machen sollen, was ihr sehen wollt, was wir hier auf dieser Karte gemeinsam bauen sollen. Mhm. Schreibt das auf jeden Fall in die Kommentare, schreibt auch, wie ihr das findet. Und wie gesagt, mal gucken, vielleicht kommt der eine oder andere das nächste Mal dazu, vielleicht auch nicht. Wir werden es sehen. Das würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir dann vielleicht noch an 2-3 Ecken in Deutschland oder auf der Welt irgendwo noch Leute haben, die bauen. Jetzt aber macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und tschüss. Und tschüss. Habe ich sogar ein bisschen was geschafft. Ich habe da jetzt einfach mal laut die ganze Zeit hin und her moderiert, ne? Ja. Gerade einfach, weil ich kenne die Strecke in- und auswendig. Ich habe mich halt ein bisschen verbaut, aber eigentlich kenne ich die Strecke sehr gut. Deswegen habe ich das ein bisschen mehr moderiert. Ich dachte, weil vorhin immer so ruhig waren in den Aufnahmen.